Ich wollte aus Berlin weg, weil ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingte Vertrauen hatte. Ich glaube, im Nachgang schon. Wenn man die Reaktion sieht, habe ich das schon. Aber man spürt als Trainer, ja, ob man das uneingeschränkte Vertrauen hat oder nicht. So, und wir haben dort eine Mannschaft kreiert beim BFC Dynamo auch, die auch die Liga gewinnen kann und wahrscheinlich auch wird, weil die Mannschaft ist top. Aber als ich da rausgefahren bin, habe ich mich schon befreit gefühlt. Aber als ich dann so abends zu meiner Mutter gefahren bin, habe dann noch kurz Hallo gesagt, ein paar dreckige Sachen abgeworfen, weil ich noch keine Waschmaschine habe hier. Und bin dann weiter nach Aachen gefahren und habe dann das Stadion gesehen von der Autobahn. Und dann habe ich gesagt, du Trainer, da, unglaublich geil. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen. Die lange und stolze Vereinsgeschichte von Alemannia Aachen ist um einen Namen reicher. Heiner Backhaus heißt der neue Trainer. Sein Wechsel vom BFC Dynamo Berlin an den Tivoli hat für Diskussionen gesorgt, und zwar in Aachen wie in Berlin. Gründe gibt es wahrlich genug, den neuen Mann an der Seitenlinie hier in unserem Podcast You Never Talk Alone einmal ausführlich vorzustellen. Wir freuen uns sehr, dass Heiner Backhaus sofort zugesagt hat, hier in die Show zu kommen. Herzlich willkommen, Heiner Backhaus. Vielen Dank für die Einladung. Mit dabei ist unser Sportredakteur Lars Vossen. Hallo Lars. Hallo Thorsten. Und mein Name ist Thorsten Pracht. Herr Backhaus, ich habe gelesen, um gleich mal mit ein paar Anekdötchen anzufangen, Sie haben zwei Lieblingsbands, die Bösen Onkels und die Flippers. Sie haben als 20-Jähriger den Präsidenten Ihres neuen Vereins Union Berlin mal als Osterhasen bezeichnet. In Lotte waren Sie schon als neuer Trainer vorgestellt, sind aber doch lieber zum BFC Dynamo gewechselt. Da haben Sie dann Ihre Ablösesumme laut eigener Aussage selbst bezahlt, was wir nachher noch besprechen werden. Als Journalist darf ich Ihnen schon mal sagen, dass wir uns sehr auf die Geschichten freuen, die Sie hier in Aachen produzieren werden. Und die Frage anschließen, sind Sie ein verrückter Vogel? Also so bin ich noch nie anmoderiert worden. Muss ich sagen. Das ist gut. Das mit Berlin vor 20 Jahren, das war, ich glaube, eine Minute nach einem Spiel, wo ich gefühlt 90 Minuten lang die Linie nur rauf und runter gesprintet bin und wahrscheinlich weniger Sauerstoff im Kopf hatte als vorm Spiel. Da war ich ganz jung, und ich glaube, junge Menschen neigen dazu, gerade unter Einfluss von Emotionen, dann auch mal Fehler zu machen. Davon ist ja gar keiner frei. Alles Weitere ist nicht in der Kürze der Zeit zu beantworten, spielt aber auch fürs Hier und Jetzt keine Rolle mehr. Aber Sie haben eine Vita, die ist durchaus bewegt. Ist das Zufall? Ist das geplant? Nee, eher nicht. Ich glaube, es kommt ja immer so im Leben, dass du immer Opfer deiner Prägung bist, vor allen Dingen auch in der Kindheit. Ne? Also ich komme aus dem Ruhrgebiet. Dort gibt es im Prinzip nur zwei Religionen. Es gibt Schalke und es gibt Dortmund. Und wenn du einigermaßen Fußball spielen kannst, willst du für eine der beiden Farben spielen. Ich habe es immer vorgezogen, blau-weiß zu sein. Meine ganze Familie ist Schalke-Fan. Mein Onkel hieß, Gott hab ihn selig, er lebt nicht mehr, Gerald Schalk. Und die Familie Schalk war natürlich Schalke-Fan. Insofern war das mein großer Traum, als ich damals in der U9, glaube ich, war es so, damals hieß es noch F-Jugend, zu Schalke 04 gekommen bin. Das war einfach mein ganzer Stolz. Und dementsprechend habe ich mein ganzes Leben im Prinzip dem Fußball geopfert. So, und da gab es ja immer mal so ein Bossmann-Urteil, das weißt du ja. Und dadurch hat sich der ganze Fußball in eine andere Richtung bewegt als vorher. Und damit sind die... ist auch meine Karriere ein Stück weit erklärt. Ich war immer ein hochtalentierter Spieler, gar keine Frage. Bin aber auf der Reise um die Welt mit Fußball zu mir gekommen. Und ich glaube, dass mir das sehr, sehr gut getan hat, was mir da widerfahren ist. Weil ich glaube, das Leben ist so ein Zeitstrahl, bei dem du jeden Tag irgendwie die Chance hast, das Beste daraus zu machen. Und wenn man nicht so viele Prägungen hat von zu Hause, ja, von den Eltern, von Leuten, die auf einen aufpassen, dann kriegt man manchmal vom Leben auch eine Breitseite. Aber die macht ja aus dir einen Menschen, der am Ende dann auch ganz viel bei jungen Spielern jetzt auch als Trainer in die Richtung geht, dass das präventiv schon abtrainiert wird, was mir widerfahren ist. Ist das dann die Summe aller Erfahrungen, die Sie sagen lässt, ich bin da zu mir gekommen, oder gab es da einen bestimmten Punkt, wo Sie sagen, das war so ein Turnaround in meinem Leben? Nein, ich glaube, am Ende ist es ja so, dass was wir hier machen, nämlich wir spielen Fußball. Ich bin jetzt Trainer, aber ich fühle mich ja immer noch so, als wenn ich könnte alles in einem Fußballverein machen, weil das mein ganzes Leben bedeutet. Wir sind privilegiert. Ja, also als ich jetzt hier zur Auftakt-PK gefahren bin, morgens mit dem Auto, und bin dann durch Würselen gefahren, habe da an der Bushaltestelle gesehen, die Leute sitzen da.
fahren um 6:30 oder um 7 zur Arbeit und kommen dann meistens kaputt nachmittags nach Hause für zum Teil Mindestlohn in diesem Land. Bei den Spritpreisen, Mietpreisen sind wir echt privilegiert, dass wir für viel weniger Arbeitszeit und Aufwand, muss man klar sagen, dann zum Teil auch mehr Geld verdienen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig und als Kernbotschaft meiner Trainertätigkeit gegenüber den Spielern immer wieder zu vermitteln. So sehe ich das Ganze und deswegen ja, bin ich einfach froh, hier zu sein. Und jetzt lass uns doch mal über den Mann ja sprechen und nicht so viel über mich. Ja, machen wir doch gerne. Sie sind jetzt ein paar Tage hier, ein paar Trainingseinheiten, schon ein Testspiel. Ja. Was haben Sie vorgefunden? Was für ein Verein, was für eine Mannschaft, was für ein Umfeld? Naja, es ist schon relativ undankbar, wenn du am zweiten Tag deiner Amtszeit dann gegen Bayer Leverkusen spielst, ne, die völlig mit freiem Fuß von der Tabellenspitze grüßen, auch wenn das jetzt nur die Spieler waren, die nicht bei den Landesverbänden spielen gerade. Aber da war trotzdem Robert Andrich auf dem Platz. Da war ja eine halbe Weltauswahl trotzdem noch auf dem Platz. Und die Spieler haben zum Teil alle Champions League gespielt. Also das war schon undankbar, aber ich glaube, wir haben das gut gemacht mit einer Trainingseinheit, wo es um das Spiel gegen Ball ging, ums Pressing geht. Dann den Gegner auch so vom Tor wegzuhalten. Wir haben dann in dem Spiel alles, was Leverkusen aufs Tor gebracht hat, in der ersten Halbzeit war auch drin und noch mehr, weil wir haben ein Eigentor geschossen. Aber ich glaube, die Haltung der Mannschaft war dann richtig gut, weil 4-2 gegen Bundesligisten zu spielen. Ich habe mit dem BFC Dynamo gegen Hertha 2-0 verloren. Das war ein Zweitligist, der auf dem Platz relativ viele Jugendspiele hatte. Das war schon eine ordentliche Mannschaft und das ist ein beachtliches Ergebnis. Mhm. Lars, holen wir dich mal in die Runde mit rein. Du hast diesen Trainerwechsel für die Aachener Zeitung für uns intensiv begleitet. Was hat Alemannia da aus deiner Sicht für einen Trainer geholt? Ich musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als du eben das Beispiel Böse Onkels und Flippers gebracht hast. Ich musste da ein bisschen an Steffen Baumgart denken. Der Kölner Trainer, der ja auch gesagt hat, dass er Böse Onkels und Helene Fischer hört. So, das ist schon mal eine sehr interessante Musikkombo. So abseits vom Musikgeschmack, glaube ich, dass es da schon auch Parallelen gibt zwischen Steffen Baumgart und Heiner Backhaus, so wie sie an die Mannschaft herantreten, wie sie einer Mannschaft das vermitteln wollen, was für eine Spielweise sie spielen wollen. Und nach der Oberhausen-Klatsche, die dann 0-4 hat, Marcel Moberts auch gesagt, dass die Mannschaft Kasala bekommen soll. Ich glaube schon, dass Heiner Backhaus ein Mann ist, der auch dafür steht, dass es hier keine Wohlfühloase für die Spieler geben wird, sondern dass die Spieler halt Leistung bringen müssen. Und er hat, glaube ich, gesagt, er verzeiht jeden Fehler. Aber was er nicht verzeiht, ist, wenn die Intensität nicht stimmt. Und das, glaube ich, habe ich an den ersten Trainingseindrücken und auch beim Spiel in Leverkusen schon gemerkt, dass das das Wichtigste für ihn ist, dass er sieht, dass die Mannschaft halt brennt und das auch wirklich über 90 Minuten abliefert. Wir erinnern uns, Helge Hohl war sehr strukturiert, sehr sachlicher, sehr analytischer Trainer. Das Tablet war immer dabei, wo Szenen angeguckt wurden. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, Heiner Backhaus ist so etwas wie der Gegenentwurf? Ich würde schon sagen, dass es eine Art Gegenentwurf ist. Ich möchte da aber auch vielleicht betonen, dass es da kein besser oder schlechter in dem Sinne gibt. Es hängt auch immer davon ab, wie eine Mannschaft Sachen aufnimmt von einem Trainer. Und bestes Beispiel ist ja vielleicht aktuell auch ein sehr prominentes Beispiel, Hansi Flick, der mit Bayern alles gewonnen hat mit seiner Art und dann in der Nationalmannschaft nicht funktioniert hat. Ein Trainer kann ja sein, wie er will. Wenn die Mannschaft das nicht aufnimmt oder versteht, was der Trainer ihnen beibringt, kann der Trainer machen, was er will. Bei Helge Hohl hat es ganz offensichtlich nicht funktioniert. Vielleicht aus mehreren Gründen. Und jetzt kann Heiner Backhaus halt zeigen, wie seine Art funktioniert. Über diesen Wechsel müssen wir auch noch kurz sprechen. Sie haben dann beim BFC Dynamo irgendwann gesagt, ich möchte hier weg. Sie haben eben angesprochen, Sie sind weit rumgekommen. Bereuen Sie davon was? Weil von Berliner Seite, uns haben auch ein paar Fans auf unsere Fragen geschickt, auf unseren Appell hin Fragen geschickt, die sagen, der hat uns verraten, der hat uns im Stich gelassen. Ist das was, was Sie noch kümmert? Hängen Sie noch an dem Verein? Sagen Sie, da hätte ich was anders machen können? Also, wie das Ganze dort zu Ende gegangen ist, macht diese Zeit so wahnsinnig wertlos in der Außenperspektive und Außendarstellung. Also jetzt gerade, während wir gesprochen haben, haben schon wieder zwei Spieler vom BFC Dynamo angerufen, um mit mir zu sprechen, wir haben ja, glaube ich, heute einen neuen Trainer auch vorgestellt oder werden ihn heute noch vorstellen. Ich habe dort Menschen vorgefunden in einer sehr schwierigen Phase. Das war so eine Woche, nachdem der Drittliga-Aufstieg vermasselt wurde in der Relegation. Kein Spieler hat einen Vertrag. Man hat mich nach der Niederlage in Oldenburg angerufen, ob ich morgen übernehmen könnte. Aber du wirst hier ein weißes Blatt Papier vorfinden ohne Vertrag der Spieler. Und ich habe das gemacht, weil ich einfach
diesen Verein auch wahnsinnig interessant finde nach wie vor. Ein Verein, der einen sehr schlechten Leumund hat nach außen, aufgrund der DDR-Phase und Zeit, wo Erich Mielke diesem Verein zum Triumph geholfen hat. Ja, der DDR-Meister zehnmalig, glaube ich, war der BFC verhasst in der ganzen Republik im Osten. Und das war schon ein spezieller Club. Ich kann sagen, mir wurde es auch nicht einfach gemacht. Ich habe früher bei Union Berlin gespielt. Damals war die Presseüberschrift im Berliner Kurier: Ex-Unioner trainiert den BFC. Und dagegen hatte ich schon zu kämpfen und habe einen Trainer beerbt, der sehr eng mit den Fans war. Auch durch zwei Corona-Saisons dort, wo pausiert wurde, ist das Verhältnis natürlich ideal für jeden Trainer. Wenn du zwei Jahre lang keine Entscheidung treffen musst, wen du auf die Tribüne setzt, wen du auf die Bank setzt, wen du spielen lässt, hast du natürlich auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zur Mannschaft. Und das war im dritten Jahr auch der Schlüssel zum Erfolg, dass man dort Meister wurde. Den zu beerben war schon sehr hart. Habe ich auch vielleicht ein bisschen unterschätzt, glaube aber, dass ich in der Zeit dort sehr viel Kredit gewonnen habe durch meine Arbeit und auch meine Art, immer ehrlich im Umgangston, genauso wie hier auch zu sein, auch offen zu sein für kritische Fragen. Und ich habe mich immer gestellt, ich bin nie weggelaufen. Es gab dort Sponsorenabende, wo mir ein Fan, der auch alkoholisiert war, der mich geschubst hat. Ich habe mich umgedreht und habe das mit ihm zwischen Männern geklärt. Also ich bin nie weggerannt. Und ich glaube, das am Ende hat dazu geführt, dass sie mich auch zumindest sehr, sehr respektiert haben und auch gemocht haben. Warum es am Ende nicht mehr geklappt hat, war einfach, dass mein Rollenverständnis von meiner Position ganz klar definiert ist. Und dafür mache ich das Ganze auch, weil ich sehe mich nicht als Instruktor oder als Hütchenaufsteller oder als Übungsleiter. Ich sehe mich als Coach, weil ich von meinem Ansatz her schon sehr auf die Mentalität der Spieler eingehe und nicht die Mentalität abgedroschen auf dem Platz, sondern im Prinzip glaube ich daran, wenn du den Fußballer trainierst, musst du auch den Menschen mittrainieren. Soll nicht heißen, dass ich was vom Leben weiß, was ich ihn eintrichtern will, aber so wie so ein Buffet. Ja, ich biete es ihnen an, gewisse Phasen auch mal drüber nachzudenken, über den Tellerrand zu schauen. Und das hat bei den Spielern, glaube ich, immer ganz gut funktioniert. Gerade bei jüngeren Spielern, die noch ihre beste Zeit vor sich haben, hat das immer funktioniert. Und wenn man dann beim BFC Dynamo in der Konstellation Trainer, Sportdirektor, Vereinsspitze, wenn man da zum Teil gar keine Kommunikation hat oder zum Teil eine Kommunikation hat, wo ich einfach nicht der Coach sein konnte, der ich bin, ne, wo ich nicht die Kompetenzen hatte, die ich in meinem Rollenverständnis für mich einfach brauche, dann ist ja Streit vorprogrammiert. Ja, und Streit zwischen diesen Instanzen, einem Verein, führen immer dazu, dass die Mannschaft das mitkriegt und auch ein Alibi hat. Und das darf nicht sein, einem Verein. Und deswegen haben wir uns dann am Ende kritisch damit auseinandergesetzt und haben gesagt, so, nach dem Motto, bevor es jetzt hier wirklich richtig auch in die Mannschaft geht mit unseren Differenzen, lass uns das auch lieber sauber lösen. Und das Zweite war einfach auch ein privater Vorfall, wo ich einfach Verantwortung für tragen muss. Ich hatte meinen großen Sohn bei mir, dem geht es gesundheitlich nicht so gut. Und der war das ganze halbe Jahr bei mir in Berlin jetzt oder seit der neuen Saison jetzt. Und die Situation war einfach unmöglich. Ich brauchte Stabilität. Ich kann nur dann meinem Sohn auch eine Stabilität geben und ihn irgendwo auffangen, wenn ich selber auch stabil bin und nicht, wenn ich permanent am Seidenfaden hänge vor den Leuten, die am Ende über mich entscheiden. So, und das Gespräch wollte ich suchen. Das Gespräch wurde mir verwehrt von der Instanz zwischen mir und Vorstand. Und am Ende habe ich dann gesagt, okay, aber dann finde ich das nicht richtig und wir müssen uns unterhalten, weil so können wir nicht weitermachen. Was am Ende dazu geführt hat, dass man mich als vereinsschädigend bezeichnet, das weiß ich bis heute nicht. Und da werde ich auch nichts zu sagen, weil das muss der BFC Dynamo den Leuten sagen, die fragen, weil ich habe nichts gemacht, außer das, was ich euch jetzt gesagt habe. Okay, also klingt so, als hätten da schon im Vorfeld Dinge im Argen gelegen und sie hätten nicht eine Situation verlassen für einen anderen Verein, wo man sagt, die war so ideal, wie man sie nur vorfinden kann. Nein, ich hatte das Gefühl, dass ich mit meiner Art, wie ich das Rollenverständnis eines Trainers lebe, wir haben gerade über Steffen Baumgart gesprochen, Steffen Baumgart funktioniert nur, wenn Steffen Baumgart die Richtung vorgibt. Und Christian Streich funktioniert nur, wenn Christian Streich die Richtung vorgibt. Christian Streich würde in einem Umfeld nicht funktionieren, wo Ralf Rangnick Sportdirektor wäre, weil dann würden sich diese beiden Alpha-Tiere bekebbeln, auf Deutsch gesagt. Und das funktioniert dann halt nicht. Und ich bin halt auch so, ich weiß genau, was ich will, ich weiß, wie ich mit der Mannschaft spreche, ich brauche dafür den Rückhalt in den Gremien und im Vorstand. Und das war hier so, von meinem ersten Auftreten mit dem Vorstand hier, mit Sportdirektor, war das klar definiert, das wurde hier gesucht. Das bilde ich ab und dann bin ich auf den BFC zugegangen und gesagt, pass auf, hier ist es halt nicht so. Und ich glaube, dass ihr mit einem Trainer, der weniger Kompetenzen einfordert, besser klarkommt. Und dementsprechend war das rein sachlich. Es geht auch nicht, ich mag den nicht oder ich mag das, es geht rein um professionelles Verhalten. Warum soll man, wenn man Dinge gegen eine Wand fahren sieht, warum soll man die nicht ansprechen?
So, und das natürlich nach außen, dass den Fans nicht verkauft werden kann, ist klar, weil ich war schon auch beliebt bei vielen. Ne? Ich meine, wo Liebe ist auch Hass. Und viele Leute schreiben Hassmails, weil sie mir auch vertraut haben. Aber das ist ja vielleicht ganz gut, auf diesem Wege das auch mal klarzustellen. Genau, wir haben es ja jetzt mal erklärt, können sich die Berliner Fans auch gerne anhören. Freuen ja. wir uns auch, wenn wir da ja. Zuhörer haben. Als klar war, dass Sie zu uns in den Podcast kommen, haben wir auf unserer Internetseite aufgerufen, Fragen einzureichen. Es sind einige reingekommen. Danke an alle, die sich beteiligt haben. Ich würde einfach mal eine kleine Auswahl hier stellen. Chris Jennis fragt, wird es unter Ihnen einen neuen Kapitän geben? Wenn ja, wird er bestimmt, wird er gewählt? In der jetzigen Phase wird erstmal nichts verändert, was das Kapitänsamt und Mannschaftsrat angeht, weil das hat die Mannschaft so gewählt und ich bin ja vermessen, wenn ich hier reinkomme und sofort die Schablone habe, die sofort funktioniert. Ich muss mich erstmal komplett mit jedem Spieler identifizieren, auseinandersetzen. Das braucht einfach Zeit und dann werden wir schon Entscheidungen treffen, aber kurzfristig erstmal nicht. Chris hat noch eine zweite Frage geschickt. Könnte es noch Neuverpflichtungen geben? Er vermisst einen starken defensiven Sechser und schiebt noch nach, ob es mit Sagiri oder Löhmannsröhm, die hier im Probetraining waren, irgendwelche Pläne gibt. Ich glaube, erstmal ist es wichtig, den Spielern hier eine Chance zu geben, die auch vielleicht unter meinem Vorgänger nicht so zum Einsatz gekommen sind, die auch vielleicht ihre Probleme hatten mit der einen oder anderen Entscheidung des Trainers. Insofern möchte ich jetzt erstmal mit dem Kader arbeiten und mir ein eigenes Bild machen, weil es wäre jetzt völliger Quatsch, einen Spieler zu holen. Und am Ende erkennt man Potenziale in den Spielen, die schon da sind. Und dann hast du da aber den neuen Spieler verpflichtet, den du natürlich dann auch irgendwo ins kalte Wasser schmeißen musst und den anderen nicht. Und insofern erstmal Ruhe und wenn wir was machen, dann besonnen und genau das, was wir brauchen, nicht kein Aktionismus. Thomas Bischoff will wissen, Sie vermitteln der Mannschaft jetzt eine neue Spielidee und mehr Einsatz, was auch immer das bedeutet. Hier wird es Gewinner und Verlierer geben. Wie schaffen Sie es, eine homogene Gruppe zu formen und dass es keine Grüppchenbildung gibt? Ich glaube, unser Beruf, wie ich gerade sagte, wir sind privilegiert, dass wir in diesem Land, wo alles immer teurer wird, immer schwerer wird, man immer bis, weiß ich nicht, bis fast Mitte 70 bald arbeiten soll, leben wir hier in einer Blase, die heißt Fußball. Ja, und die Blase bei Alemannia Aachen ist in der vierten Liga. Und man kommt hier rein und man denkt, man ist in der Bundesliga. Weil alles drumherum hier ist Bundesliga. Und das Entscheidende ist ja immer wieder, dass man auf die fünf Säulen des Lebens Antworten hat. Ne? Dass man eine intakte Familie hat, dass man korrekte Werte hat, dass man einen Glauben hat, dass man gerne zum Job geht, dass man gesund ist. Weil ohne Gesundheit ist ja alles nichts. Und am Ende sind das Entscheidungen, die mir als Trainer keinen Spaß machen. Also ich bin nicht Trainer geworden, weil ich gerne Leute auf die Tribüne oder auf die Bank setze. Also ich bin Trainer geworden, um einfach den Jungs das zu vermitteln, dass sie das verstehen. Weil ich glaube, dann werden sie auch bessere Fußballspieler. Und ich habe mit dieser Art und Weise, mit Mannschaften umzugehen, eigentlich die Probleme nie gehabt. Dass du unzufriedene Spieler hast, ist klar. Aber da wir klar definieren, was man auf jeder Position für ein Rollenverständnis und für Abläufe haben muss, war es für mich nie ein Problem. Sondern die Frage ist nicht, warum spiele ich nicht, sondern die Frage ist immer, was muss ich tun, um zu spielen? Und darauf habe ich immer eine Antwort gefunden. Und am Ende ist es ja immer so, ich entscheide mich nie gegen einen Spieler, der gerade bei mir im Büro sitzt, sondern ich habe mich immer für einen anderen entschieden. Und diese Entscheidung, über die rede ich nicht, weil die ist meine. Und dafür muss ich am Ende auch den Kopf hinhalten. Insofern, wenn man den Jungs das so erklärt, ne, dass die Perspektive am Ende immer die entscheidende Sache ist, dann verstehen sie das meistens auch. Und die Probleme hatte ich zum Glück noch nie. Steffen Schulten hat sich mit dem Kader auch beschäftigt und schreibt, die Alemannia hat offensichtlich kaum kopfballstarke Spieler im Kader. Wie sehen Sie den extrem großen Kader? Ist so ein bisschen ein Gegensatz. Sehen Sie das, dass es zu wenig kopfballstarke Spieler gibt? Naja, ich glaube, beim Kopfball geht es vor allen Dingen um zwei Sachen. Das eine ist die Kopfballtechnik und das andere ist das Timing. So, und die dritte ist einfach die Energie. Wie sehr will ich diesen Ball? Wie sehr markiere ich den Raum unterm Ball? Wie hoch springe ich? Das ist ja eine Frage auch von der mentalen Einstellung. Und wenn man die Technik kann man trainieren, die Positionierung kann man trainieren, aber am Ende den Willen, dass ich diesen Ball da reinhaue und nicht mein Gegner, das glaube ich, das muss erstmal rein. Und ich glaube, wir haben schon große Jungs, aber die müssen einfach auch diese Potenziale freigelegt bekommen. Dass wenn sie in den Spiegel gucken, müssen sie einen Krieger sehen und keine Mickey Maus. Und das ist einfach wichtig. So, und wir haben heute Standards trainiert. Ne? Da war mir noch zu wenig Energie drin. Ne? Weil eine Standardsituation macht manchmal keinen Spaß defensiv, ist klar. Aber da muss man sich mit allem, was man hat, wehren. Und das kriegen wir in die Mannschaft jetzt peu à peu rein. Das war heute nicht gut, aber es war schon besser als noch vor 3 Tagen zum Beispiel. Nochmal die Frage nach der Kadergröße. Sagen Sie, ist jetzt so, gibt es da ein Ideal, das Sie im Kopf haben oder... Nee, aber Kadergröße, wir haben jede Position doppelt besetzt. Wir können 11 gegen 11 spielen auf einem wirklich Top-Niveau für Regionalliga. Das kann ich ja nun wirklich vergleichen. Ne? Mhm.
Und wir haben auf jeder Position zwei Spieler, die sich da betteln. Und ich glaube, das freut jeden Trainer. Natürlich, je mehr Spieler du hast von Qualität, desto mehr musst du so in dem Bereich der Menschenführung arbeiten. Aber das war nie ein Problem für mich, wie ich sagte. Insofern bin ich froh, dass wir so viele Spieler haben. Und jetzt werden die Karten neu gemischt und alle geben Gas. Natürlich, wenn ich nächste Woche Entscheidung treffe, dann habe ich 10 Leute, die nicht zufrieden sind. Aber die Haltung dazu ist entscheidend. Und die fordere ich ein. Und wer das nicht mitmacht, der fliegt. Klipp und klar. Jürgen Brose und auch Achim Foki haben uns Fragen zum Fitnesszustand geschickt. Und zwar, als Zuschauer konnte man den Eindruck haben, dass den Spielern ein paar Prozent fehlten, um 90 Minuten hohes Tempo zu gehen. Haben Sie nach der Trainingswoche oder nach den ersten Einheiten den Eindruck, dass die Mannschaft körperlich schon auf dem Punkt ist, um ihren Fußball zu spielen? Die Frage möchte ich beantworten, ohne irgendwie den Anschein zu wecken, nachzutreten, weil ich habe die Vorbereitung nicht gemacht. Bei mir gibt es keine Kompromisse, was die Spielidee angeht, weil die Spielidee ist nicht wahnsinnig schwer, sondern wenn du den Ball nicht hast, möchten wir den Ball zurückholen. Und wenn wir den Ball haben, wollen wir ein Tor schießen. So, und dafür muss man sich bewegen. So, wenn wir den Ball verlieren, müssen wir gegenpressen. Wenn wir den Ball gewinnen, wollen wir umschalten. Das ist nichts Neues, sondern es geht ja bei so einem Fitnesszustand auch darum, das eine ist das Laufen können, das zweite ist das Laufen wollen, das ist das Wichtigste, und das dritte sind natürlich auch immer Abstände. Und ich habe die Erfahrung gemacht, erstmal die Abstände in den Griff kriegen, weil die Abstände, wenn wir viele Spieler in Ballnähe haben, können wir super gegenpressen und können wir auch super Fußball spielen. Und dann geht es nicht darum, dass wir 13 Kilometer laufen auf jeder Position. Es geht darum, dass wir mit allen Spielern mitmachen. Dazu müssen wir kommunizieren, dazu müssen wir uns pushen, dazu müssen wir uns ansprechen. Darum wird es in erster Linie gehen. Den Fitnesszustand der Mannschaft, den habe ich vorgefunden. Das wird für mich nie ein Alibi werden. Nie. Aber meine Linie durchzuziehen, das ist unverhandelbar. Also das wird nicht funktionieren. Also ich werde nicht jetzt sagen, okay, der Spieler, der ist jetzt nicht fit, aber der ist vielleicht ein bisschen, keiner erfahrener. Nee, dann spiele ich mit dem Spieler, der fit ist. Ganz klar. So, und dafür habe ich hier den Job bekommen und das werde ich einfach auch so umsetzen. Da gibt es bei mir keine zwei Meinungen. Michael Glock stellt nochmal eine Frage, die Sie, glaube ich, bei der PK schon mal beantwortet haben. Warum Sie die Ablösesumme aus eigener Tasche bezahlt haben und ob das wirklich stimmt? Ja, warum soll ich denn lügen? Ich erzähle nicht was in der Öffentlichkeit und lüge, sondern ich habe es deswegen gemacht, weil das die einzige Möglichkeit gewesen wäre, die Sache zu beenden. So, und da der Verein ja den Etat überzogen hat, beziehungsweise ausgeschöpft hat, gab es keine andere Möglichkeit. Und ich wollte gerne wieder investen. Ich wollte zu Alemannia Aachen. Das ist ja nicht auch so, als wenn ich jetzt hier in irgendeinem kleinen Verein wäre. Das ist eine Riesenchance. Ich finde den Kader gut. Ich kriege den Kader fit, auch mental fit. Und das wird eine Win-Win-Situation, habe ich mir gedacht. Und darauf habe ich es jetzt einfach mal ankommen lassen. Und ich bereue bis heute keine Sekunde dieser Entscheidung. Das waren unsere Fanfragen. Vielleicht, Lars, nochmal aus deiner Sicht. Die Ausgangslage ist ja durchaus komplex. Wir haben einen hochgehandelten Kader, der einen zugegebenermaßen schweren Saisonstart hatte. Unzufriedene Fans, die jetzt den dritten Trainer hier sehen. Welcher Weg führt aus deiner Sicht raus aus der Misere? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass diese Mannschaft wieder ein Selbstvertrauen gewinnt und vor allem diese Verunsicherung ablegt, die ja spürbar war in den letzten Wochen. Die braucht es einfach, um dann auch eine Selbstverständlichkeit im Spiel wieder zu bekommen. Und dann würde ich sagen, ist der Kader schon so gut, dass er auch im oberen Drittel der Liga mitspielen kann. Ob es für den Aufstieg am Ende reichen wird, muss man mal abwarten. Aber ich glaube schon, dass die einzelnen Spieler von der Klasse, Herr Heiner hat es ja auch gesagt, er kann es ja wirklich vergleichen, dann schon so gut ist, dass sie besser abschneiden kann als das, was sie bisher geliefert haben. Und wenn Heiner es auch wirklich hinbekommt, dass diese Mannschaft 90 Minuten brennt und bis zum Ende, bis zum Umfallen rennt, glaube ich schon, dass die Fans dann auch ein gutes Gespür dafür haben, wenn dann ein Spiel mal unentschieden ausgeht und man unglücklich in der 90. Minute verliert, dass es dann nicht sofort Pfiffe geben wird. Er hat es natürlich jetzt nicht einfach. So 6-7 Wochen Vorbereitung wären schöner als 1,5 Wochen fürs erste Spiel. Da muss er jetzt durch. Das wird er ja auch nie als Alibi benutzen, hat er gesagt. Es wird natürlich spannend zu sehen sein, wie schnell die Mannschaft das umsetzen kann und wie lange es braucht, bis die Mannschaft dann auch wieder dieses Selbstbewusstsein bekommt. Du hast das Wort Aufstieg genannt, du hast das Wort Pfiffe nach einem Unentschieden genannt, was wir hier gesehen haben am Spiel gegen Schalke 04-2. Für uns schien es, als hätte die Mannschaft so einen Rucksack auf, der ihm ein bisschen zu schwer war in den ersten Spielen. Könnte es eine Idee sein, das Saisonziel in die Tonne zu treten, zu sagen, wir fangen bei Null an und jetzt geht erst die Saison los nach dem 6. Spieltag? Ich denke, wenn du so viele neue Spieler verpflichtest, die alle aus Vereinen kamen, oder die meisten kamen aus Vereinen, wo nicht so viel Druck da ist, wie hier bei Alemannia Aachen. So, und du hast jetzt das erste Spiel
und führst in der 89. Minute 1-0. Und wenn das Spiel gewonnen wird, bist du über Nacht Tabellenführer und das beim nächsten Spiel wieder 25.000 plus X. Dann macht das ja was mit der Mannschaft. Und genauso im Umkehrschluss, wenn du es halt nicht gewinnst. So, ich glaube immer, dass wenn du so viele neue Spieler hast, musst du das Ganze methodisch aufbauen. Und ich glaube, da war so ein bisschen der Wurm drin. Vom Einfachen zum Schweren. Neue Spieler, erstmal brutal fit, brutal kompakt, brutal willensstark zusammen und darauf aufbauend dann wie so ein Baumstamm mit seinem Wurzelwerk in die Äste, in die Blätter, die Details. Und ich glaube, da hat man zu viel Wert gelegt auf Dinge, die vielleicht auch wichtig sind, aber im Detail wichtig sind und weniger so die Basis einer Leistung abdecken. So, und jetzt ist es so, die Mannschaft ist mit Sicherheit nicht mental gerade auf dem besten Weg gewesen, aber nochmal, wir gehen das jetzt so an, als wenn wir hier am ersten Spieltag wären. Wir haben jetzt erstmal eine klare Grundordnung definiert und System definiert, von dem wir alles ableiten, was uns der Gegner anbietet, und wir werden nicht reagieren mit einem Systemwechsel auf den Gegner während des Spiels, sondern wir sind Alemannia Aachen, wir haben den Anspruch, dass wir alles von uns ableiten, und das macht natürlich die Abläufe und die ganzen Strukturen gegen und mit dem Ball viel einfacher, weil die immer dieselben sind. So, und das ist auch dann einfacher in der Kaderführung, wenn du dann klar sagst, beispielsweise im Pressing laufen wir breit mit den Spitzen an, lenken ins Zentrum. Und wenn das ein Spieler dann auch fünfmal nicht macht, dann weiß ja auch dann der Spieler auf der Bank, wenn er reinkommt, was dann das Aufgabenprofil ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, vergleichbar mit so einer Rallye Paris-Dakar. Du fährst ein Auto und du brauchst halt immer neben dir jemanden, der dir Navi gibt, wo es gleich lang geht. Und ich glaube, das hat gefehlt. Und das führt dazu, dass Abstände groß werden. Und dann kommt dann natürlich so ein Fitnessdefizit noch mehr zum Vorschein, als wenn du erstmal eine Kompaktheit hast, wo jeder weiß, was der andere macht. Und da du so viele neue Spieler hast, ist so eine Hierarchie in der Mannschaft noch gar nicht ausgereizt. Wie denn? Das kriegst du ja nicht hin, indem du abends, keine Ahnung, teambildende Maßnahmen machst. Das kriegst du hin durch Leistung auf dem Platz. Die Leistung ist entscheidend für die Hierarchie. Ja, und wir haben so viele neue Spieler hier und so wenige Spieler, die ja schon seit 10 Jahren spielen. Insofern noch wichtiger, dass man als Trainer eine Führungsfigur abgibt, dass man Ruhe ausstrahlt, dass man die Abläufe reinbekommt, dass immer wieder klar definiert, was du von denen willst, den Jungs. Und das Kicken können sie. Also über fußballerische Lösung braucht man bei so vielen Spielern überhaupt nicht, braucht man sich keine Sorgen machen. Sondern gib ihnen einfach einen Laufzettel, was gleich passiert mit dem Spiel, und lass sie einfach mal in diesen Abläufen arbeiten. Dann denke ich, dann kommen wir relativ schnell voran. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich eine Mannschaft in kürzester Zeit irgendwie ein Gesicht gebe, sondern ich habe das jedes Jahr gemacht. Also bei den Vereinen, wo ich war, wurden mir entweder die besten Spieler weggeholt, ja, und ich bin heute in Dresden oder Elversberg oder in der zweiten Liga, ne, oder ich bin jetzt hier und habe eine Mannschaft, die ich nicht kenne vorher, wo ich aber nach einem Training schon merke, mit klarer Führung, aber mit klaren Abläufen und Prinzipien kriegst du hier sofort auch das Ding laufen. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Jetzt geht es darum, das mit Leben zu füllen. Das müssen die Spieler machen. Und darauf freue ich mich einfach, um zu sehen, mit wem kannst du in so einem Hexenkessel dann auch bestehen. Wer hat dann am Ende auch noch die Eier, um dann abzuliefern? Ne? Auch wenn mal drei Leute pfeifen, das gehört dazu, das ist das Recht der Fans. Also Entschuldigung, wir sind ja nicht hier im Theater. Ne, das ist das Recht der Fans. Die zahlen viel Geld dafür in der heutigen Phase, dass sie sich so ein Spiel angucken in der Regionalliga. Und gerade in der heutigen Zeit. Und deswegen, man muss zumindest sehen, dass eine Mannschaft da ist, die organisiert ist und die miteinander Fußball spielt und miteinander was erreichen will. Und ich glaube, das zeichnet diesen Verein aus, dass, wenn das erkannt wird, dann auch relativ ruhig man hier arbeiten kann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn am Ende die Quadratur des Kreises hier angepriesen wird, dann hat man ein Problem hier. Und ich glaube, das hat so die Mannschaft ein bisschen verunsichert die ganze Zeit. Sie haben gesagt, Sie haben ein festes Gerüst definiert, an dem sich die Mannschaft orientieren soll. Wie sieht das aus? Was ist das für eine Strategie, die Sie den Jungs mitgeben wollen? Ja, wie ich gesagt habe, klare Abläufe. Ne? Also als Beispiel, der Ball wird von A nach B gespielt und Spieler C muss dahin. A, B sind Spieler des Gegners, C ist unser Spieler. Wir pressen den Pass. Wir pressen keinen Spieler, der den Ball am Fuß hat, in unsere Spielrichtung schaut. Dann können wir noch lenken und stellen. So. Und mir ist halt wichtig, dass, wenn wir pressen, dass alle pressen und nicht die Spitzen pressen vorne und die letzte Kette steht noch am 16er. Weil das hat zur Folge, dass die Abstände riesig groß werden. Und dass dann natürlich ein Fitnessdefizit, wenn es in eins gibt, augenfällig wird, ist ja auch logisch. Das heißt, wir haben uns ganz klar damit jetzt auseinandergesetzt, wie kriegen wir in kürzester Zeit Abläufe rein. Auch mit dem Ball. Klare Struktur, wo steht der Außenverteidiger, wo stehen die Achter, wo stehen die Spitzen, wo binden wir, wo wollen wir die Bälle spielen. Ganz klar. Einfache Sachen. Und aus diesem Grundgerüst spielen wir das Ding jetzt durch. Und da gehen wir dann in die Details rein. Und dafür brauchen wir dann auch noch mehr Zeit, logisch. Aber die Grundidee, die erwarte ich am Samstag schon hier auf dem Platz. Klipp und klar.
in Spielsystem gesprochen, ist es ein 4-4-2 oder? Das System ist gar nicht so wichtig. Nicht falsch verstehen. Die Abläufe sind wichtig. Was mache ich nach Ballgewinn, was mache ich nach Ballverlust? So, es gibt ja bei Ballgewinn nur zwei Möglichkeiten. Entweder man schaltet schnell um, weil wenn wir den Ball logischerweise gewonnen haben, hat der Gegner verloren und ist in der offensiven Position, dann ist es natürlich logisch, dass man kontern muss, weil der Gegner halt weit weg vom eigenen Tor steht. Geht das nicht, spielt man den Ball in die Organisationsform zurück, auch spielt auf Fläche. Da gibt es ganz klare Strukturen, wie man das Spiel aufbaut. Und da gibt es zwei Möglichkeiten bei mir. Nicht 10, nicht 12, 2. So. Abhängig davon, wie der Gegner spielt, werde ich jetzt aber hier nicht verraten. Ja? Gegen den Ball gibt es zwei Pressinghöhen. Es gibt so und so viele Spieler, die laufen an auf der Höhe. Es gibt so und so viele Spieler, die laufen an auf der Höhe. Man kann das ganz gut vergleichen mit Rauten und Tannenbäumen im Fußball. Das kann jeder. Das ist absoluter Urschleim. Das muss man erwarten können von Fußballprofis. Und das haben wir trainiert. Und ich glaube, das wird funktionieren, weil ich sehe es im Training. Und wie gesagt, ich habe ja den direkten Vergleich zu einer Spitzenmannschaft der Regionalliga gehabt. Und da sind wir auch in kürzester Zeit hundertprozentig. Wie weit bist du in dem Punkt schon, dass du schon eine Startaufstellung für Samstag hast? Hast du da schon Fixpunkte in deinem System? Ja, na klar. Also natürlich hast du Ideen, wie du spielen willst. Aber schlussendlich sollen die Spieler sich nochmal zwei, drei Tage bewerben. Ich bin kein Trainer, der von Spieltag zu Spieltag 7 Mann wechselt. Wird es nicht geben. Also ich vertraue meinen Mannschaften, weil wie gesagt, ich kann nicht von Abläufen predigen und permanent beim Fehler ein Spieler rausnehmen, sondern Fehler sind bei mir vollkommen normal. Es gibt in meiner Spielidee keine Fehlpässe, weil ein Fehlpass bedeutet Gegenpressing, Ball zurückholen. So, insofern, ich befreie sie von Fehlern. Mir ist Haltung wichtig. Ja, das heißt, wenn ich den Ball verliere, dass ich alles dafür tue, den zurückzuholen. Entweder im Gegenpressing oder im Sprint nach hinten in die Grundordnung. Das ist mit mir nicht verhandelbar. Darum geht es nicht. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Wer das nicht kann, muss das trainieren. Wer das nicht will, der hat hier keine Chance. Ganz einfach. Mit dem Ball Fehler erlaubt, gerade vorne. Wir haben so viele gute Kicker. Spielt die Bälle, die ihr spielen wollt. Völlig in Ordnung. Aber nach Fehler wird gegengepresst. Und wenn du das mit Spielern machst, aus meinem Dafürhalten und aus meiner Erfahrung heraus, befreit sie das, wenn es keine Fehler gibt. Und diese Haltungsfragen, das sind am Ende die entscheidenden Sachen, die auch die Fans verstehen. Fußball ist nicht schwer. Fußball ist ganz einfach. Und ich will einen Fußball spielen, den alle verstehen im Stadion. Vielleicht die 2% Fußballlehrer nicht, aber die finden immer einen Heiner Suppe. Also das finde ich schon raus. Aber ich möchte, dass wir den Fußball spielen, den jeder versteht. Sie haben eben gesagt, die Mannschaft ist mental jetzt nicht im besten Zustand. Klar, erst ein Spiel gewonnen. Was merkt der Psychologe Heiner Backhaus, was kriegt der für Rückmeldungen aus der Mannschaft jetzt auf dieses, ich sag mal, Entschlacken des Taktikbuches? Ein paar wenige einfache Lösungen, die jeder immer befolgen kann. Gibt es da positives Feedback drauf? Ja, ich glaube nicht, dass wir das entschlacken, sondern ich glaube eher, wir fokussieren uns auf uns, nur auf uns und ableiten von dem, was wir für Qualitäten haben, reagieren wir auf den Gegner. Und nicht, wir passen uns an oder wenn das jetzt mal nicht funktioniert, dann wechseln wir in der Halbzeit auf einmal auf Dreierkette. Das wird es nicht geben, garantiert nicht. Sondern wir ziehen das gnadenlos durch. Klare Abläufe, klare Prinzipien, Dinge, die nicht verhandelbar sind, mit Dingen, die einfach zum Fußball dazugehören. So, mir geht zum Beispiel, habe ich hier gemerkt am Anfang, es werden immer spielerische Lösungen gesucht. Das ist auch wunderbar und auch richtig. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn wir in Bayer Leverkusen Phasen haben, wo wir 35, 40 Sekunden pressen, überspielt werden, zurücksprinten, den Ball dann irgendwann gewinnen, mit 180 Puls und Blutdruck, der eigentlich schon scheintot ist, ja. Und dann will ich versuchen, hinten raus klein flach Fußball zu spielen. Ja, da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man den Ball einfach mal lang rausschlägt. Das gehört dazu. Hier geht es um Ergebnisse in der Liga. Von Oktober bis Ostern sind die Plätze auch nicht überall top. Und da muss man sich halt dran anpassen. So, und nochmal, es ist nicht die Quadratur des Kreises, sondern es ist Fußball. Der Ball muss ins Tor und der Ball darf nicht ins Tor. Und ich glaube, diese Einfachheit in Vordergrund zu stellen und das in seinen Abläufen immer wieder zu verfeinern. Ich glaube nicht, dass das Taktikbuch da weniger voll ist, sondern es geht nur um eine Sache und nicht um 10 Sachen. Ist ja wie im Zehnkampf, ne? Wenn ein Zehnkämpfer kann schnell laufen, kann hochspringen, aber eben nicht so gut wie ein Spezialist. Und man wird es nie hinkriegen, eine Mannschaft zu kreieren, die wie Liverpool presst und wie Man City mit dem Ball spielt. Das wird hier nicht möglich sein. Also das nicht erwarten. Aber wenn Sie mich fragen vom Stil her, eher Liverpool. Ganz klar. Sie haben viel gesehen. Sie haben eben gesagt, Sie waren ein hochtalentierter Spieler. Sie hatten viele Trainer, Sie hatten viele Mitspieler. Gibt es irgendjemanden, der Sie besonders geprägt hat? Gibt es ein Vorbild? Gibt es jemanden, der Ihnen besonders imponiert hat, wo Sie sagen, an dem orientiere ich mich? Oder ist Heiner Backhaus nur Heiner Backhaus?
ich bin nur Heiner Backhaus, klar, aber ich bin ja Opfer meiner Prägung, ganz klar. Wenn du von Schalke kommst, Norbert Elgert, ich glaube, die ganze Geschichte Persönlichkeitsentwicklung, Demut, Dankbarkeit für den Job, Gesundheit, Wahrnehmung dessen, dass man privilegiert ist, dass man eben nicht, wenn ich morgens hereinkomme und sehe unsere Putzfrau morgens um 7 Uhr, die immer lacht, die ist gut gelaunt und wenn man der mal nur guten Morgen sagt, dann ist sie total motiviert und das ist ja wichtig. Also das ist Schalke 04, ne? Norbert Elgert, der hat mich sehr geprägt. Leiter der Knappenschmiede, für die, ja, die es nicht wissen. Ja, also natürlich. Ist einfach auch fundamental wichtig, dass du einen hast, der im entscheidenden Jahrgang diese Kernwerte nochmal schärft, weil eine Fußballerkarriere ist so kurz und aber so top bezahlt mittlerweile. Wenn du dir einen Bundesliga-Kader anguckst, als ich noch gespielt habe, da haben wir jungen Spieler natürlich auch gut verdient, aber es ist ja nicht ansatzweise dieses astronomische Geld, was gerade in diesem Markt gepumpt wird. Das ist ja auch Wahnsinn, was junge Spieler schon verdienen. Es wird ja im Prinzip auf die Aktie eines jungen Spielers spekuliert. So, und am Ende schaffen es von 10 einer. 9 Mann haben ein Problem, weil die sind ein Leben lang gescheitert, haben zu viel Geld verdient mit 19 und denken bis zum 30. Lebensjahr wahrscheinlich, das sind die Größten, aber die werden es nie schaffen, in so einen Tempel einzulaufen. Das wird in Kauf genommen. Ich finde es schade. Und nochmal, das Prinzip vom Lehrling zum Gesellen zum Meister, das ist so das, was Schalke 04 auszeichnet, dass alles nur einhergeht mit Zeit. Heutzutage kommen junge Spieler dann auch mal raus aus dem Nachwuchs und meinen, die müssten mit 20 Jahren schon zentrales Mittelfeld spielen, Kapitän sein und beleidigt sein, wenn sie mal nicht aufgestellt werden. Früher war es ganz normal, dass du bis zum 25. Lebensjahr manchmal gar nicht im Kader warst. So, und dann gerade auf den entscheidenden Positionen, Innenverteidiger, Sechser, wo ich gespielt habe, das war ganz normal, dass du dann mit 5, 26, 28 erstmal, dass du dann erstmal zum Spielen kamst. Das war eine andere Zeit. Heutzutage geht es den Jungs nicht schnell genug und da musst du schon auch drauf aufpassen. Und durch Norbert Elgert hat Schalke da jemanden, der da schon sehr, sehr drauf aufpasst. Aber der zweite Trainer, der mich sehr inspiriert hat, war Ralf Rangnick in seiner Herangehensweise. Kompromisslos in seinen Entscheidungen. Klipp und klare Aufgabenprofile für jede Position. Nicht verhandelbare Prinzipien, ne? Hat sich 0,0 auseinandergesetzt mit Spielern, die das nicht machen, was er vorgegeben hat in dem Rahmen. Vielleicht zu enge Leitplanken, weil ich als Spieler, für mich war das nicht sowas, muss ich sagen. Ich habe mehr Freiheiten gebraucht und das habe ich für mich da mitgenommen, dass ich nicht so ein Trainer sein möchte, der jedem Spieler jeden Ball erklärt, aber von der Grundeinstellung, alles zu planen im Spiel mit seinen Eventualitäten, da war er schon richtig gut. Aber der dritte war Wolfgang Frank. Definitiv. Wolfgang Frank, Gott hab ihn selig, jetzt 10 Jahre tot, seit, glaube ich, vorgestern. Raumorientiertes Verschieben, Menschenführung, wie wichtig ist der 18. Mann, wie wichtig ist der Physiotherapeut in der Wahrnehmung, wie sehr ist so ein Energiefeld im Stadion wichtig, dass alle an diesem Tau mitziehen am Spieltag. Weil es ist einfach so. Es ist wie Tauziehen. Und wenn da nur 10 Mann dran ziehen oder 11, dann reicht das einfach nicht. Und diese Message und diese Energie muss einfach fließen in einem Stadion. Da war fast schon esoterisch. Aber ich meine, Jürgen Klopp hat 6 Jahre unter ihm gespielt, ich 2. Und wenn man sich Jürgen Klopp in seiner Didaktik anhört und wie er über Fußball redet, dann ist es schon sehr viel, was Wolfgang Frank uns auch damals erklärt hat. Und wenn du dann so geprägt wirst, nimmst du natürlich sehr viel mit. Aber komischerweise habe ich von den Trainern mehr mitgenommen, wo ich gar nicht gespielt habe. Mit der Begründung, weil ich als Spieler ein verhätschelter kleiner Junge war, der eigentlich auf den Hintern hätte bekommen müssen. Sagen Sie oder haben Ihre Trainer gesagt? Sage ich, die Trainer viel zu wenig. Die Trainer viel zu wenig. Also ich habe von den Trainern mehr mitgenommen, die mir im Prinzip das mir beigebracht haben, indem sie mich missachtet haben, indem sie mich nicht haben spielen lassen. Vor dem habe ich im Nachgang den größten Respekt als den Trainern, die mir die Binde übertragen haben oder irgendwas als gereiften Mann später. Also ich habe eher von denen gelernt, die es mir sehr, sehr schwer gemacht haben. Wäre der Trainer Heiner Backhaus für den Spieler Heiner Backhaus gut gewesen? Ja, natürlich. Aber ich glaube, das sagt ja jeder von sich. Ich meine, wenn ich heute nochmal die Chance hätte, und das sage ich oft zu meinen Spielern, wenn die dann morgens auf den Trainingsplatz kommen hier und beschweren sich über die 2 Grashalme, die ein bisschen länger geschnitten sind als die anderen, dann sage ich, Jungs, ey, was seid ihr für privilegierte Menschen, ey? Die Sonne scheint, die Sachen sind gewaschen, nagelneue Fußballschuhe, ja, die Bälle in Reihe und Glied vorbereitet, der Fußballplatz sieht aus wie ein Flughafen, alles 50 Zuschauer beim Training habe ich noch nie gesehen in der Regionalliga. Und ihr dürft jetzt hier eine Stunde euren Traum nachgehen. Ja, das Besseres gibt es ja gar nicht. So, und das denen jeden Tag zu sagen, das macht so viel Spaß, weil das hätte ich gebraucht. Und natürlich ist eine Fußballkarriere nie linear und nie immer nur steil bergauf. Es gibt Verletzungen, es gibt Missachtungen vom Trainer, dann ist ein Trainerwechsel und auf einmal spielst du nicht mehr oder auf einmal spielst du. Aber das musst du abkönnen.
Und ich habe gelernt, je schwerer es dir gemacht wird als junger Spieler, desto einfacher hast du es dann, wenn du das mal verstanden hast. Und deswegen hätte ich mich schon gebraucht als Spieler sehr, sehr doll, weil ich hätte mir selber den gepflegten Arschtritt verpasst. Sie haben eben das Stichwort Familie angesprochen. Ihr Sohn, der bei Ihnen in Berlin war. Ja. Welche Rolle spielt das jetzt, dass Sie anderthalb Stunden Fahrt nur noch nach Hause haben? Boah. Es war, ich wollte aus Berlin weg, weil ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt habe. Sag ich mal so, wie es ist, habe ich gerade erklärt. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingte Vertrauen hatte. Ich glaube, im Nachgang schon. Wenn man die Reaktion sieht, habe ich das schon. Aber man spürt als Trainer ja, ob man das uneingeschränkte Vertrauen hat oder nicht. So, und wir haben dort eine Mannschaft kreiert beim BFC Dynamo auch, die auch die Liga gewinnen kann und wahrscheinlich auch wird, weil die Mannschaft ist top, auch vom Charakter her. Wir hatten 6 Wochen lang, hatten sie schon Vorbereitungen und jeder ist für den anderen da schon durchs Feuer gegangen, auf dem Feld. Und es ist eine Mannschaft, die sehr schwer zu schlagen ist, muss man sozusagen. Aber als ich da rausgefahren bin, habe ich mich schon befreit gefühlt. Aber als ich dann so abends zu meiner Mutter gefahren bin, habe dann noch kurz Hallo gesagt, ein paar dreckige Sachen abgeworfen, weil ich noch keine Waschmaschine habe hier. Und bin dann weiter nach Aachen gefahren und habe dann das Stadion gesehen von der Autobahn. Und habe ich gesagt, du Trainer, da, unglaublich geil. Und das Privileg, einfach mal zu Hause zu sein, das ist für viele, die jetzt über mich schlecht reden, ganz einfach dahergesprochen. Wenn sie dann von ihrem Laptop zu Hause irgendwas da posten, sitzen auf ihrer eigenen Couch, haben ihre Kinder um sich herum. Aber das Leben eines Fußballtrainers ist nun mal, es gibt nun mal für 800 Fußballlehrer in Deutschland und A-Lizenzen, aber es gibt halt 50 Positionen. Und ich wäre, glaube ich, ein ganz schlechter Co-Trainer. Zumindest, ich hätte, wenn ich es mache, hätte ich dann wahrscheinlich anderes Rollenverständnis. Aber ich glaube, ich bin schon Cheftrainer. Und in so einem Verein das machen zu dürfen, diese Verantwortung ist riesig. Aber die ist auch so eine Form von Wertschätzung, gepaart mit familiärer Nähe. Auch gepaart natürlich mit der Thematik, mein Sohn ist wieder in seinem Umfeld, wo er herkommt und der Papa ist diesmal zu Hause. Er muss nicht bei Papa in Berlin auf dem Boden schlafen, weil wir nur ein Bett hatten. Was auch Grund war dafür, dass ich am Ende gesagt habe, das macht dir keinen Sinn mehr, weil es einfach in Berlin keine Wohnung gibt. Und wenn du einen Einjahresvertrag hast beim BFC Dynamo und du bewirbst dich auf eine Wohnung, dann haben das 60 andere vor dir auch schon versucht und haben es auch nicht bekommen. Also das ist schon nicht so einfach. Deswegen die ganze Komplexität der Nummer dort war schon hart am Ende. Aber das Privileg, hier zu sein, dann am Kölner Dom vorbeizufahren und dann Richtung Ruhrpott und dann siehst du all deine Lieben. Das ist schon Luxus, weil Zeit ist Luxus. Zeit mit den Leuten, die du magst und liebst, das ist Luxus. Und wenn die an dir dann noch gesunden können, weil sie vielleicht, weil es dir nicht so geht, gut geht und du bist da und sorgst dafür, dass sie auch glücklicher sind, das ist das, was am Ende mir extrem Energie gibt. Gibt es Dinge, bei denen sie abschalten können? Man hat das Gefühl, wenn man jetzt so mit ihnen redet, der Mann denkt nur an Fußball. Ich kann mir sie jetzt schwer beim Angeln vorstellen, aber vielleicht holen sie das jetzt auch aus der Kiste raus. Du hast mich gerade angesprochen, ich duze jeden, deswegen nicht, wenn ich falsch verstehe. Auf die Flippers zum Beispiel. Also ich würde jetzt nicht im Auto sitzen und dann noch irgendwie Hardcore-Techno hören oder weiß ich nicht, irgendwas, was mich aufputscht. Sondern ich sitze im Auto gleich und dann kommt Lotusblume oder 40 Jahre die Flippers. Dann fahre ich nach Hause und dann grabe ich mir meine Gitarre und dann spiele ich für meine Lieben irgendwie so auf gute Freunde oder so. Und dabei kann ich abschalten. Und dann bin ich auch nur Papa und nur Familienmensch. Und das klappt wunderbar. Aber ich sitze jetzt gerade vor 3 Journalisten hier in einem Verein, der Bundesliga-Niveau hat. Ja? Und natürlich ist man dann Trainer in dem Fall. Es wäre fatal, wenn ich jetzt hier meine Frau anrufen würde und sie fragen würde, was sie gerade macht. Da musst du dann warten, bis ich zu Hause bin. Wir könnten noch lange weiterreden. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen, was für ein Typ Heiner Backhaus ist und haben ja hoffentlich noch länger die Gelegenheit dafür. Vielleicht frage ich noch, was wäre das Ziel für die Amtszeit hier? Was soll dabei rauskommen? Ist der Aufstieg das, was vielleicht diese Saison möglicherweise nicht mehr funktioniert, etwas, wo Sie sagen, das möchte ich hier erreichen für die hoffentlich 5 bis 8 Jahre, die Sie hier Trainer sind? Sascha Eller hat mir am Tag der Entlassung von Helge Hohl gesagt, seine große Sehnsucht ist, so etwas zu kreieren wie Christian Streich beim SC Freiburg. 15 Jahre derselbe Trainer. Mir ist es nie vergönnt geblieben, eine Mannschaft länger zu entwickeln als ein Jahr in den Vereinen, wo ich war. Weil in Rot-Weiß Koblenz waren wir mit einem Etat von
150.000 Euro Zehnter in der Regionalliga und ich musste alle Spieler verkaufen. Da sind zwei nach Schalke, einer nach Mainz, einer nach Elversberg, einer nach Verl, einer, die sind alle weggegangen. Hier haben wir andere Möglichkeiten. Ich glaube, wenn ich die Zeit bekommen würde, hier mal irgendwann in der Transferperiode Spieler zu motivieren, herzukommen, sich das zumindest mal anzugucken. Und ich stelle mir vor, der Sascha und Marcel und Erdal und ich, wir gehen hier ins Stadion und zeigen mal den Rasen da vorne. Das ist schon ein Gefühl, was jetzt heute überragend und geil wäre. Natürlich, wir haben ja hier alles. Und ich meine, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier 20 Jahre Trainer sein, das ist heute utopisch, muss man klar sagen. Ne? Auch im Thema Zielstellung, hast du ja vorher gefragt, Aufstieg. Ich befasse mich nur mit aktiven Zielen. Aufstieg ist, wenn der Verband eine Mannschaft oder einen Verein von einer in die andere Liga schiebt. Meister werden, das ist ein aktives Ziel. Was kommt unter Meister werden? Spiele gewinnen. Also befasse ich mich immer dem, was da drunter ist. Spiele gewinnst du nur, wenn du top vorbereitet bist und mit einer guten Leistung. Also muss ich mich vorbereiten und Leistung bringen. Was ist für die Leistung verantwortlich? Ist die mentale Stärke der Spieler, die Taktik, die Kondition. Also sind wir doch mal runtergebrochen im Tagesgeschäft. Wir werden mit Sicherheit eine Euphorie zulassen, wenn es noch mal eine gäbe. Viel wichtiger ist aber, dass wir jetzt im Sportlichen in der Verantwortung einfach mal die Uhr auf Null stellen und einfach mal so eine DNA hier reinbringen, wo es nur um Leistung geht. Weil am Ende ist das auch der einzige Weg, wie man aufsteigen kann und wie man so einen Verein weiterentwickeln kann. Und dafür bin ich hier und nicht, um irgendwelche großen Töne zu spucken, ob wir noch mal ins Aufstiegsrennen eingreifen können. Stand heute haben wir 5 Punkte nach 5 Spielen. Und ihr sagt, wir hatten eine verunsicherte Mannschaft, das habt ihr gesagt. Und ich bin dafür verantwortlich, dass das Ganze läuft. Jetzt haben wir einen Co-Trainer seit heute dazu, der muss sich auch erstmal noch einarbeiten. Der Elias wird mir sehr helfen, weil er auch nochmal was abbildet, was ich nicht abbilde. Nämlich einen Jungtrainer in der Generation der Jungs, die aus dem NLZ kommt. Und die natürlich auf andere Fachvokabeln dann manchmal hören. Nicht immer auf meine Beleidigung. Wenn ich dann meinen Spieler als Vollfriseur bezeichne oder sowas, dann gucken sie mich an und da steht gar nicht in ihrem Duden drin. Deswegen bin ich froh. Wie war Elias das dann, Vollpfosten? Nee, Elias, weiß ich nicht. Nein, also du weißt, was ich sagen will. Ne? Bin dann schon ein bisschen schroffer manchmal und meine es aber immer nur gut. Also bei mir ist dann immer, wenn ich habe so ein Ritual mit der Mannschaft jetzt vereinbart, wir klatschen immer vor und nach dem Training auf 3-2-1 und alles, was dann zwischen den Einheiten da bleibt oder da passiert, bleibt dann da. Das ist vorher und danach ist das vergessen. Und Elias ist ein Junge, der aus der Generation stammt, wo diese Jungs herkommen. Und das ist ja heute nicht mehr, du kannst ja nicht über einen Steilpass reden. Versteht jeder im Stadion, wäre aber zu einfach. Heute heißt es ein Vertikalball, zum Beispiel. Ne? Und das ist schon wichtig auch. Und die ganze Thematik mit Laptop und mit diesen ganzen Kabeln, die rumliegen, das wäre für mich sehr, sehr schwer. Und wenn ich mir das antrainieren würde, würde ich sehr viel Energie für das verlieren, was ich besser kann. Insofern bin ich froh, dass er hier ist. Jetzt schauen wir mal auf das Spiel am Wochenende. Rödinghausen kommt. Parallelen zu Alemannia auch. Mit mehr Ambitionen gestartet, punktgleich. Was kommt da für ein Gegner? Was erwartest du, Lars? Es ist tatsächlich auch so eine Art Wundertüte, dieses Spiel am Samstag. Also Rödinghausen wurde ja auch von den meisten Regionalliga-Trainern neben Alemannia und Wuppertal als einer der Favoriten gezählt. Sind jetzt nicht so gut in die Saison gestartet, haben jetzt so die letzten 3 Spiele verloren, hatten allerdings auch stärkere Gegner. Gegen Wuppertal haben sie, wie die meisten Mannschaften dieser Saison, in der Nachspielzeit verloren. Gegen Gladbach dann kurz vor Ende das 4-2 kassiert. Die letzten Niederlage gegen Schalke, das U23 war dann relativ deutlich. Also da ist auch wahrscheinlich Druck auf dem Kessel. Man muss aber auch sagen, Rödinghausen war bisher die einzige Mannschaft, die Düren geschlagen hat. Düren ist bisher sehr stark in die Saison gekommen. Also es ist tatsächlich eine Art Wundertüte. Man weiß nicht so genau, was man erwarten kann. Bei der Alemannia ist es ja jetzt ähnlich. Man weiß nicht genau, wie schnell lässt sich das umsetzen, was Heiner fordert. Geht das über 90 Minuten? Können sie das über 90 Minuten schon direkt abfeuern? Insofern wird es, glaube ich, ein sehr spannendes Spiel. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass es spielerisch höchstes Niveau sein wird. Dafür ist einfach die Trainingszeit zu kurz. Das kann man, glaube ich, in 1,5 Wochen nicht erreichen, dass eine Mannschaft perfekt funktioniert. Ich glaube aber schon, dass die Mannschaft, wenn sie die Intensität auf das Feld bringt, was sie gegen Leverkusen schon gezeigt hat, und ich war ja davor beim Spiel in Gütersloh dabei, würde ich sagen, die Intensität wird höher sein als in den Spielen zuvor bei der Alemannia. Was dann am Ende dabei rauskommt, hängt dann natürlich auch mal ein bisschen vom Spielglück ab und was, ob die Chancen genutzt werden. Das kann Heiner, da kann Heiner so viel machen, wie er will, glaube ich. Wenn der Ball nicht ins Tor geht, kann er dann auch dann nicht mehr was dran ändern. Heiner, da wir jetzt offiziell per Du sind, frage ich dich auch zum Schluss. Was sind die Wünsche fürs erste Spiel? Ja, ein Heimsieg. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Ne? Weil, wie du gerade sagst, es ist schon ein Unterschied, auch in der Wahrnehmung, ob der Ball vom Pfosten raus oder reingeht. Und am Ende sind es nur 3 Zentimeter. Aber das wünsche ich vor allen Dingen der Mannschaft, weil es haben sie verdient. Und ich wünsche mir das, weil sowas dann auch oft so ein Brustlöser ist. Ne? Und ich glaube, das braucht die Mannschaft auch. Das haben sie am ersten Spieltag
knapp verwehrt bekommen und in den letzten Spielen dann auch zum Unmut der Fans natürlich am Zaun etc. Das hat die Mannschaft nicht verdient. Und deswegen wollen wir das mit aller Macht auch dann hier zu Hause dann mal klarstellen. So, und nochmal, es ist völlig egal, gegen wen wir spielen in dieser Liga. Es ist völlig egal, ob wir am Ende gegen eine Mannschaft spielen, die wie Wegbeck-Beth wahrscheinlich nur abends trainiert, oder wir spielen gegen eine Mannschaft, die ein Top-Etat hat und in der Vorbereitung mal SV Meppen, glaube ich, 8-0 geschlagen hat. So war es nämlich bei Rödinghausen. Das ist eine Wundertüte, das sind wir Stand jetzt auch, aber ich wünsche den Jungs von Herzen, dass wir es schaffen, für die Jungs. Wir bedanken uns für das Gespräch, das mir sehr gut gefallen hat. Ich denke, Lars, dir auch. Ich konnte ja schon letzte Woche ein bisschen Heiner kennenlernen. Insofern hat es mich nicht ganz so überrascht, aber es ist immer wieder spannend, mit ihm zu reden. Ich hoffe, es ist uns gelungen, einigen Fans da draußen einen Eindruck zu geben, was das für ein Typ ist, der da jetzt Alemannia-Trainer ist. Dir vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, normalerweise hätte ich ja nach der ersten Frage, die du mir gestellt hast, sofort mich rumdrehen müssen. Also so wurde ich noch nie anmoderiert. Aber wie gesagt, Fußball ist ein Fehlerspiel und deswegen seid ihr verziehen. Ich nehme es mit fürs nächste Mal. Ich werde mir eine bessere erste Frage überlegen, aber bleibe provokativ. So soll es ja auch sein. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Alle Infos zu Alemannia bei uns auf der Website aachenerzeitung.de. Vor dem Spiel kommt wieder der Matchday-Podcast mit Johannes Skiba. Auch den einschalten. Ansonsten eine gute Woche und viel Spaß beim Spiel am Samstag. Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast, der Aachener Zeitung aus dem Medienhaus Aachen. Musik